So, Ramon! Was ist? Hast du dich verlaufen? Nein. Sieht so aus? Irgendwie schon. Du schaust hier in jede Ecke, als hättest du was verloren. Oder du suchst nach einer Gelegenheit, hier in der Stadt was einzusacken. Richtig? Sehe ich irgendwie äußerst vertrauenswürdig aus oder so, dass mir jeder seine Geheimnisse verrät? Ich weiß es nicht so richtig. Und wenn es so wäre? In dem Fall kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Wie sieht's aus? Unsinn, ich suche Arbeit. Nun, für jemanden wie dich hätte ich da etwas. Okay, was hast du mir anzubieten? In dieser verdammten Stadt leben die einflussreichsten Händler der ganzen Wüste. Entsprechend groß sind auch ihre Besitztümer. Wenn du mir hilfst, sie etwas zu erleichtern, könnte ich dir beibringen, wie man richtig absahnt. Natürlich. Gut, ich helfe dir. Was genau soll ich stehlen? Vor einiger Zeit war so ein Quacksalber in Morasul. Er hat den Händlern hier Geschichten von einem großen, bösen Dämon erzählt. Er käme immer bei Nacht und würde den Ungläubigen die Seelen rauben. Natürlich gab es ein Gegenmittel, den Seelenkelch. Er würde jedem, der ihn besitzt, vor dem Dämon schützen. 5 der Händler hier haben ein Vermögen bezahlt, um den Seelenkelch zu kriegen. Seitdem hat jeder von ihnen einen davon neben seinem Kopfkissen stehen. Bring mir die 5 Seelenkelche. Die Idioten werden auch ein zweites Mal bezahlen, wenn sie merken, dass die Dinger weg sind. Natürlich, und sie werden gar nicht irgendwie auf den Verdacht kommen, dass du sie vielleicht gestohlen haben könntest, wenn du sie dann besitzt und ihnen nochmal verkaufst? Nein? Bei wem genau steht so ein Seelenkelch? Fesul hatte einen gekauft. Und Ilja auch, das weiß ich. Bei den anderen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Schau dir einfach ihre Betten an. Und komm nicht auf die Idee zu versuchen, ihnen die Dinger selbst wieder zu verkaufen. Das erfordert schon ein wenig mehr Verkaufstalent, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, klar. Ja, bla bla. Gut, wir haben einen neuen Auftrag. Wir müssen die Seelenkelche finden. Ich finde es so hübsch hier mit diesen kleinen Anrichten. Das gefällt mir so irgendwie. Und dann diese, ich mag auch diese Korbflechterei hier dann immer bei den Schränken. Das ist einfach so schön. Und ich mag auch unglaublich diese kleine verwinkelte Gasse hier. Die ist ganz, ganz toll, finde ich irgendwie. So, ich weiß nicht, nein, hier oben wird jetzt nichts sein. Denke ich mal so. Hier in den Läden vielleicht. Wir haben jetzt hier überall kleine Läden, in denen allerdings seltenst jemand rumsitzt, weil die eigentlich in der Regel davor stehen. Hier ist nochmal so ein kleiner Straßenschrein für Belia. Das sieht schon ein bisschen besser aus als noch in Bakaresch, finde ich, wo das bloß so eine kleine Nische in der Ecke war. Hier ist das schon ein ganzes Stück ansehnlicher, weil halt hier die reichen Händler sitzen. Die können sich's dann auch leisten, mal einen ordentlichen Belia-Schrein hinzusetzen. Und da können wir eigentlich gleich mal Belia anrufen, um uns Gewähre mir Lebenskraft zu holen. So, Lebenskraft plus 20, genau. So, haben wir schon mal so viel. Was haben wir noch? 20 Lernpunkte, okay. Wir haben 540. Aha. So, haben wir noch 5 Lernpunkte übrig. Sind bei 600 Lebenspunkten. Das ist schon mal in Ordnung soweit. Okay, wir lassen die 5 Lernpunkte mal übrig. Man weiß ja nie, wofür man sie mal gebrauchen könnte. Entschuldigung, du darfst weiterfegen, mein Freund. Ich wollte dich nicht beim Dienst stören. Okay. Haben wir uns jetzt mal ein bisschen widerstandsfähiger gemacht. Wir gucken uns jetzt nochmal mit die Hütten an hier. Das muss jetzt sein. Ich finde das einfach zu schön, um das hier einfach außen vor zu lassen. Kann man das eigentlich erkennen, was hier drauf ist? Ich weiß es gar nicht, ob hier irgendwas Bestimmtes drauf ist. Aber nein, das sieht nicht aus wie irgend so ein spezifisches Siegel oder so. Das ist übrigens auch ganz cool. Ich habe das jetzt mal mitgekriegt. Das sind Namensflaggen. Also ich habe das, wo war denn das? Bei Wikipedia war das irgendwie gewesen. Ich glaube, der Artikel war arabische Namen oder sowas. Müsste arabische Namen gewesen sein. Also es geht drum, Namen von Menschen im arabischen Raum. Die bestehen nicht bloß aus einem Vor- und einem Nachnamen, sondern, also vor allem früher bestanden sie das nicht, heutzutage dann schon meistens, weil es halt alles so ein bisschen westlich angeglichen wurde. Damals war es dann ja mehr so gewesen, Vorname, dann, was weiß ich, irgendeine Ehrenbekundung vielleicht noch vorne dran,
Dann kommt irgendein beschreibendes Prädikat. Dann kommt hinterher noch der Sohn von dem und dem oder die Tochter von dem und dem. Vielleicht noch, woher er kommt. Und ja, so hat sich dann halt so ein ganz langer Name im Prinzip zusammengesetzt. Und das wird in diesen Schriften hier, so rum müsste es, ne, oder so rum? Eins von beiden. Nein, ich glaube, so rum ist richtig. So rum müsste es richtig sein. Wird das verarbeitet? Mich würde mal sehr interessieren, was das hier heißt. Könnte natürlich Zuben sein. Wäre möglich. Müsste mal jemand, der Arabisch kann, gucken, ob das wirklich was bedeutet, was hier dran steht. Das ist dann halt ineinander verschlungen, die ganzen Namen, also diese drei oder die fünf Linien, vier Linien, die hier sind. Jetzt wollte ich gerade schon wieder auf dem Bildschirm zeigen, das ist auch ganz toll mal wieder von mir. Die sind bloß so zum Grundgerüst zeichnen und das, was drin steht, das sind halt die ganzen Ehrenbekundungen, die so übereinander oder ineinander verworren stehen. Sich da drin zurechtzufinden, ist auch unglaublich schwierig, finde ich. Selbst wenn man das Arabische könnte, die arabische Schrift. Aber das sind halt... Ach, hier kann man es auch mal sehen. Okay, so rum. Na gut, dann eben so rum. Ist auch okay. Würde mich mal sehr interessieren, was das bedeutet. Habe ich ja jetzt oft genug erwähnt. Habe ich schon mal gesagt, dass es mich sehr interessieren würde? Der Gewürzladen ist übrigens auch richtig schnieke hier, finde ich. So, da oben gibt es dann kleine Wohnungen. Da gehen wir jetzt nicht hin, weil da die ganzen Seelenkelche sind. Das wollen wir beim nächsten Mal tun. Wir wollen erst nochmal mit den restlichen Händlern wie Fesul zum Beispiel reden. Dich kenne ich nicht. Bist du aus dem Norden? Könnte man so sagen. Auch auf der Suche nach Profit. Was? Tja, was auch sonst. Dann sieht das schon wieder anders aus. Was machst du hier? Ich kaufe, ich verkaufe. Was willst du hören? Ich bin Artefakthändler. Und wenn nicht ständig was schief läuft, bin ich auch ganz zufrieden mit meinem bescheidenen Dasein. Was läuft bei dir schief? Die Sklaven am Tempel haben den Orks die Artefakte gestohlen und sie hier in der Stadt verkauft. Das war eine Bereicherung für jeden Händler hier in Murasul. Doch seit der Sklave Yusuf erwischt wurde, laufen die Geschäfte nicht mehr. Erzähl mir mehr über diesen Artefakt-Dieb Yusuf. Er war der beste Dieb unter den Sklaven. Er hat sogar die Schlüssel zum Tempel von Murasul geklaut und sie in der Stadt verkauft. Die Dinger sind das Wertvollste, was die Orks da draußen bisher ausgebuddelt haben. Es sind doch nur Schlüssel. Ja, ja. Aber die Orks wollen in den Tempel. Deswegen würden sie jeden Preis bezahlen, um an die Schlüssel zu kommen. Macht Sinn. Ich werde dir helfen, dein Geschäft wieder anzukurbeln. Ich will, dass die Sklaven wieder für mich arbeiten. Schon klar. Sie sollen Artefakte für dich klauen. Geh zum Tempel und sprich mit dem Dicken. Er beaufsichtigt die Sklaven dort. Überzeuge ihn. Mir ist egal, wie du das anstellst. Hauptsache, die Geschäfte gehen weiter. Ja, der Dicke finde ich sehr schön. Ich fand den Namen damals schon schön, als ich das gelesen habe. Die Sache ist bloß, dass bei mir im Studium mein Professor für organische Chemie unter anderem auch den Spitznamen der Dicke gekriegt hat. Deswegen freue ich mich da gerade sehr drüber. Wo ist dieser Sklave Yusuf jetzt? Er ist in die Wüste geflohen. Zuletzt habe ich ihn von Murasul nach Nordosten laufen sehen. Alles klar. Gut, haben wir das auch geklärt. Yusuf sollten wir sowieso holen. Deswegen trifft sich das ganz gut. Da wollen sie alle dasselbe. Was gibt's denn hier eigentlich? Das ist auch schön. Das ist bloß so eine Ecke, die so zum Verweilen einlädt. Das finde ich wirklich schön gemacht, was auch immer der Säbelzahntiger hier schon wieder macht. Das ist einfach schön, finde ich. Hier so, der Teppich könnte natürlich etwas einladender aussehen, aber sieht er vielleicht auch, wenn man die alte Teileinstellung ein bisschen höher macht, das kann durchaus sein. Ich finde das aber schön, wie immer wieder solche kleinen Ecken hier hingesetzt werden, die so zum Verweilen einladen. In der großen Mittagshitze, um dem Trubel auf dem Markt zu entgehen, auf dem Souk zu entgehen, kann man sich hierhin verziehen. So, Ilja, hatten wir dich schon? Nein, ich glaube nicht, ne? Sei gegrüßt, Hüter der 1000 Münzen. Nein. Du siehst aus, als seist du auf der Suche. Bist du auch ein Jäger der verlorenen Tempelschlüssel von Murasul? Oder führt dich doch ein anderes Geschick als die Gier nach Profit in unser heißes Land, mein blasser Freund? Ich hasse es. Sowohl als auch, würde ich sagen. Erzähl mir mehr über die Tempelschlüssel von Murasul. Oh ja, das will ich gerne tun. Zufällig habe ich einen in meinem Besitz. Vielleicht können wir ja ins Geschäft kommen. Alter, gleich unumwunden direkt
in die Wunde den Finger reingebohrt, beziehungsweise nicht in die Wunde, aber direkt ins heikle Thema reingestochen, ohne mal irgendwie vorher mit ihm geredet zu haben. Erzähl mir von den Artefakten, von den Schlüsseln für den Tempel. Du bist Händler. Gut erkannt. Ich handle mit Artefakten, wie so viele Männer meines Schlages in diesem Land. Hast du vielleicht Interesse an meiner Ware? Ein andermal vielleicht. Was verlangst du für deinen Tempelschlüssel? Weißt du, den habe ich nicht ohne Grund erworben. Im Tempel liegt etwas, was ich gerne haben möchte. Was? Eine alte Vase. Sie ist übersät mit alten Schriftzeichen. Ich biete dir folgenden Handel an. Ich gebe dir den Schlüssel und du besorgst mir die Vase. Was hältst du davon? Natürlich, machen wir doch gern. Dass die alle so vertrauensvoll mit uns sind hier, ist irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Ich hole dir deine Vase aus dem Tempel. Gut. Denk dran, sie ist über und über mit Schriftzeichen versehen. Und wenn du nicht lieferst, wird mir ein Kopfgeldjäger deinen Kopf liefern. Hier ist der Schlüssel. Ja, ja. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Als ob wir mit einem Kopfgeldjäger nicht fertig werden würden, also ehrlich mal. Ja, aber wirklich, also wenn das ein Bauer aus Myrtana macht, hier uns irgendwie vertrauensvoll schon im Voraus irgendwas gibt, dann verstehe ich das ja. Aber die Assassinen, die nun wirklich sich alle hier hinterrücks bescheißen und alle bloß auf Profit aus sind, die müssen doch das ein bisschen besser wissen. Und die könnten auch genauso gut wissen, dass ich jetzt entweder den Kopfgeldjäger irgendwie bestechen oder ihn auch einfach ausknipsen könnte, bevor er auf die Idee kommt, mich auszuknipsen, ne? Ich suche das Amulett der Zauberei. Tja, ich fürchte, da bist du umsonst gekommen. Ein solches Amulett besitze ich nicht. Das ist schade. So, Hamid erwähnen wir lieber nicht, denn das wäre ja irgendwie dumm. Wirklich nicht? Schau doch noch einmal genau nach. Es ist sehr alt. Ah, richtig. Eins von den alten Amuletten. Ja, das besitze ich. Sag mir, warum willst du es haben? Nicht, weil Hamid danach gefragt hat. Nein, nein. Ich will meine magischen Fähigkeiten steigern. Mit dem Amulett habe ich mehr Mana und kann besser Zaubersprüche sprechen. Oh, gut. Ich mache dir einen Preis. Gut gemacht, mein Freund. Mir fällt übrigens gerade auf, wir haben noch die Nomadenrüstung an. Das stört ja gar niemanden offenbar. Ich dachte eigentlich, dass das die schon beeinflussen würde, was für eine Rüstung wir tragen. Aber gut, dann halt doch nicht offenbar. Amulett der Zauberei. Ja, 500 Gold, komm, passt schon. Ich glaube, die haben wir auch gekriegt von Hamid, ne? So, zack, haben wir das. Gut, bei Ilya gibt's jetzt gar nicht mehr gerade. Dann wollen wir mal kurz noch weiter. Ich muss auch gleich Schluss machen, aber wir sind auch gleich rum mit der Runde hier. Es gibt noch ein paar, mit denen wir reden müssten. Halt, das war ja gerade. Achso, das Wasserfass, okay. So, ein paar gibt's noch, mit denen wir reden müssten. Oh nee, ich glaube, das mache ich beim nächsten Mal. Hier ist übrigens eine Taverne. In der müssen wir dann noch mit ein paar Leuten reden. Hier draußen... auch wieder schön gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen ans Rollenspiel, an unsere Taverne, die wir da hatten. Das war auch so ähnlich aufgebaut wie das hier. Es könnte sogar sein, dass das hier mal das Vorbild für die Taverne war. Das ist durchaus möglich, würde ich sagen. Okay, wir müssen dann noch beim nächsten Mal hier hin. Und da hinten ist noch Ismail, heißt er, glaube ich, der Schmied. Wir stellen uns erstmal vor Ismail. Da können wir uns beim nächsten Mal rückwärts vorarbeiten. Da drüben sind wir übrigens reingekommen, da hinten bei der Palme so ungefähr. Also da ist dann nichts Neues mehr. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal in der nächsten... Ach, Ismail, okay. Dann kümmern wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Aufnahme zunächst um Ismail. Dann gehen wir in die Taverne rein da drüben. Oder in die Gastherberge. Und dann geht's los. Dann kümmern wir uns um die ganzen Quests in Morasul. Außerdem, ich hab's mir aufgeschrieben, habe ich in der letzten Aufnahme vergessen zu erwähnen, was Wutras Prüfung eigentlich war. Das werde ich dann ebenfalls noch vornehmen. Zusätzlich kommt dann noch, was ich noch so zu quatschen habe... der Plan von Maris, was Morasul betrifft, wie er Zubens Macht brechen wollte, was nicht so geworden ist, weil ich nicht die Gelegenheit dazu hatte, leider. Und dann habe ich auch, weil Morasul mir sehr gut gefallen hatte, mit einem anderen Charakter, den ich dann vielleicht ein bisschen mit beleuchten werde oder mit erwähnen werde, was das für ein Charakter ist, werde ich dann da näher drauf eingehen, habe ich Morasul stärker bepostet, stärker beschrieben. Und die Politik hier in Morasul ein bisschen ausgearbeitet, wie das gemacht würde, wie das gemacht wird. Weil es sonst keiner gemacht hat, habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal. So, und das erzähle ich dann ein bisschen, was ich mir dazu damals ausgedacht hatte und wie das gelaufen ist. Und dann habe ich wieder viel zu quatschen. Das werden wir wahrscheinlich machen, wenn wir sowieso mal hier in die Wüste raus müssen, um irgendwelche Kopfgeldjagden zu veranstalten. Oder zum Tempel zu machen.
Ja, und da haben wir gut was zu quatschen beim nächsten Mal, gut was an Quests zu lösen und wir sind endlich in der Perle von Varant. Wir sind in Morasul. Ich freue mich so, das ist echt meine Lieblingsstadt im ganzen Spiel. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde, und gehabt euch wohl. Wir sehen uns wieder. Bis dahin und tschüss.